So, bevor die nächste Zeichnung oder die nächste Aufgabe losgeht, möchte ich nur einmal kurz zeigen, wie meine Spuren jetzt aussehen, weil jetzt ist es getrocknet. Hier sind so ein paar Spuren entstanden, weil ich es zugeklappt habe und das noch nicht ganz trocken war. Ich finde, das erinnert jetzt an so eine Meereswelle, die da kommt. Das habe ich jetzt einfach mal so gelassen. Hier habe ich noch so ein bisschen drüber gewaschen und mit einem Tuch weggetupft. Das hier war die Spur mit dem Schmutzwasser. Was hier noch so entstanden ist. Hier hatte ich mit Aquarellfarbe einen Fleck gemacht und bin dann nochmal mit diesem Neocolor rein. Und diese Neocolor 2 sind so Stifte, die sich mit Wasser anlösen lassen und vermalen lassen. Die mag ich eigentlich sehr gern, weil die sehr vielfältig sind. Hier, das war auch ein Neocolor-Stift in Gold, den ich dann einfach mit dem Pinsel nochmal drüber gewaschen habe. Und der Pinsel, der war nicht ganz sauber, der hatte noch Farbe von vorher drin und dann hat sich das so miteinander vermischt. Hier auch nochmal mit einem unsauberen Pinsel und den Neocolor-Stiften. Du kannst aber auch einfach mit Bleistift, das habe ich hier später auch irgendwo gemacht, hier einfach mit einem Bleistift und Augen zu, linke Hand oder rechte Hand, je nachdem, Spuren hinterlassen, geht genauso. Hier habe ich mit dem Kohlestift und habe dann ein bisschen was verwischt. Also es geht nicht darum, da schon irgendwas darzustellen, sondern einfach erstmal das Buch zu versauen, Spuren zu hinterlassen, damit das kein weißes Blatt mehr ist. Auch Neokolorstifte. Und die Angst nicht mehr so groß ist, da drin zu gestalten anzufangen. Und manchmal ist es auch gut, schon was zu haben, was schon da ist, wo du weitergehen kannst. Hier einfach auch mit Bleistift. Also selbst wenn du andere Werkzeuge hast oder andere Materialien hast, nimm einfach das, was du hast. Das müssen gar nicht die Sachen sein, die ich benutze, sondern wenn du einfach einen Tuschmalkasten von deinen Kindern hast oder wenn du Aquarellbuntstifte hast oder Buntstifte, experimentiere mit verschiedenen Druck aus. Genau. So, und jetzt suche ich mir eine Seite aus, die schon eine Spur drin hat. Und weil ich das Thema ja ungefähr schon weiß, habe ich natürlich schon eine im Blick, aber eigentlich ist es egal, welche du wählst. Könnte dann irgendwie passend sein. Die hier würde mir gut gefallen. Genau, manchmal sind Spuren auch einfach nur so kleine, jetzt sind sie weg, Bröselkringel. Das hier fand ich ganz, ganz schön dafür. Und zwar, heute ist der 2. August und am 2. August ist das Schnitterinnenfest oder Lammers. Das Schnitterinnenfest steht traditionell dafür, ich glaube, es hat was mit dem Vollmond zu tun, dem Erntevollmond. Also es ist die Zeit der Ernte. Und ich habe mir überlegt, dass ich heute, ich habe hier auf den Feldern, die noch nicht abgeerntet waren, verschiedene Getreide gefunden. Hafer und Gerste und Weizen. Und habe überlegt, jetzt einen Getreidestängel davon zu zeichnen und auf dem Blatt zu schreiben oder einmal zu überlegen, wofür bist du denn dankbar in deinem Leben gerade? Was ist deine Ernte bisher im Jahr und was ist vielleicht notwendig abzuschneiden in aller Dankbarkeit. Abzuschneiden, das klingt jetzt so krass, aber loszulassen, weil es ist ja die Schnitterinnenzeit, das hat auch symbolisch den, ja, den Wert, einmal Dinge loszulassen, die einfach nicht mehr dienlich sind. Und man macht das manchmal auch so bei Samenkapseln, dass man die abschneidet, damit die Pflanze wieder neu wachsen kann. Und so kannst du dir das ungefähr vorstellen, dass manchmal Sachen in unserem Leben einfach nicht mehr dienlich sind. Und vielleicht magst du da während des Zeichnens so ein bisschen drüber reflektieren und dir das dann dazu schreiben. Und ich, wenn du kein Getreide findest, was du zeichnen kannst, also symbolisch einfach für diese Schnitterinnenzeit, dann kannst du auch eine andere Blume nehmen oder in Gras nehmen oder sowas. Ich fand das jetzt ganz schön, den Hafer, der hat es mir angetan, weil der so viel
gestaltig ist und so interessante Formen hat zwischen so feinen Linien und so dickeren Stellen. Aber auch die Gerste ist schön mit diesen langen Grannenhaaren, die sie da dran hat. Genau. Und dann nehme ich mir einen Bleistift und überlege in das Vorhandene, wie ich sie da reinzeichnen möchte, vielleicht so. Und fange dann einfach an. Es wird nicht die ganze Gerste drauf passen, der ganze Hafer drauf passen, sondern nur ein Teil davon. Und dann fange ich einfach mal an, da so ein bisschen zu zeichnen. Fange mit dem Mittelstängel an. Ich werde jetzt auch gar nicht weiter da viel dazu erzählen, sondern ich zeichne, was ich sehe. Im Idealfall. Bei Pflanzen finde ich das immer ganz praktisch, dass es nicht ganz so schlimm ist, wenn das nicht so richtig getroffen ist, weil man den Haupt, ja, die Haupteigenschaften oder so eh erkennt, wenn man nicht ganz schief liegt. Ich habe tatsächlich noch nie Hafer gezeichnet. Kannst auch mehrere Seiten machen und eine vielleicht, wofür du dankbar bist und eine, was du loslassen möchtest, was funktioniert hat, was nicht funktioniert. Da will ich dir gar nichts vorschreiben. Ist ja eh nur als Inspiration gedacht. Wenn du magst, kannst du deine Zeichnung dann noch kolorieren. Ich füge hier noch so ein paar extra Dinge heran. Damit das kompositorisch besser in mein Bild passt. Das ist die Freiheit, die du hast. So, dabei belasse ich das jetzt erstmal. Vielleicht mache ich auch noch ein weiteres Bild. Und jetzt kann ich hier hinschreiben, gucke ich dann natürlich, dass es sich so ein bisschen kompositorisch ausgeht, dass ich dann überlege, wofür bin ich dankbar. So, und jetzt kann ich hier hinschreiben, wofür bin ich dankbar.
Das ist jetzt nur mein Anfang. Ich habe jetzt hier geschrieben, dankbar, ein reicher Erntesommer, viele Spenden für Projekte und Kurse, die mein Herz beflügeln, persönliches Wachstum auf vielen Ebenen. Also das möchte ich hier auch noch ein bisschen mehr befüllen. Ich denke, ich werde noch mehr Seiten gestalten, auch mit dem, was ich loslassen möchte. Das ist nur so als kleine erste Anregung für dich zum Weiterarbeiten heute zum Lammers, zum Schnitterinnenfest.